Hallihallo. Moin, moin. Ich bin's, Chris von Chris Kochtüte. Wir machen heute was Leckeres. Große Überraschung. Wir machen Pesto Genovese. Pesto, jeder kennt das. Die grüne Soße, immer ungekocht, rohe Zutaten. Kommt vom italienischen Wort pestare, zerstampfen. Und die Italiener sagen, man macht das am besten im Mörser. Kann man machen. Wir machen es aber mit einem Pürierstab. Warum diese Mörser machen, ist, es darf keine Hitzeentwicklung, also es darf keine Hitze entstehen beim Pesto, weil sonst die Aromen sich sehr schnell verflüchtigen, kaputt gehen vom Basilikum. Deswegen, wenn wir einen Pürierstab nehmen, versuchen immer nur kurz zu pürieren und dann ist es aber auch okay. Genau, also Pesto Genovese ist ziemlich basic. Viel Basilikum, Pinienkerne, Parmesan oder Pecorino, Knoblauchzehen, ein gutes Olivenöl, extra vergine und Salz. Genau. Jetzt würde ich sagen, fangen wir mal an. Beim Pesto Genovese, da wird viel Schabernack getrieben. Müsst ihr mal hinten drauf schauen. Also wichtig sind schon, dass es viel Pinienkerne sind. Die haben den charakteristischen Geschmack. Und dass halt auch ein Olivenöl verwendet wird. Manchmal verwenden die Sonnenblumenöl oder statt Pinienkerne nehmen sie Cashewkerne. Ich liebe euch, ihr lieben Cashewkerne, aber es ist halt nicht das Gleiche. Deswegen guckt mal hinten drauf. Wird viel Schabernack getrieben mit dem Pesto Genovese. Es darf sich auch nur Pesto Genovese nennen, wer diese Zutaten hat, alles wo irgendwie was anderes drin ist, darf sich auch nicht Pesto Genovese nennen, sondern dann Pesto alla Genovese oder Pesto Verde. Aber wie gesagt, das sind dann meistens gepanschte Varianten dieser sehr leckeren Soße. Paste. Passt sehr gut zu Fleisch, zu Nudeln natürlich, bisschen Nudelwasser rein. Ah, richtig geil. So, jetzt gucken wir mal, wie viel Basilikum wir haben. Ein so ein Ding, das sind 50 Gramm. Ich schneide mal ein bisschen die Stängel weg. Brauchen wir nicht alle, aber die kann man auch gerne drin lassen. Wir machen mal 100 Gramm Basilikum. Das habe ich jetzt gerade gesehen. Das sind zwei von diesen Sträußen. Im Sommer sind die ein bisschen buschiger, weil ja, da wachsen die einfach besser. Im Winter sind die immer etwas kleiner. Ich würde fast sagen halb so groß. Ja, das ist schon mal ziemlich viel auf jeden Fall. Das hacken wir jetzt mal grob klein, damit unser Pürierstab gleich nicht so viel hoffentlich arbeiten muss. Also wie gesagt, das kann man im Mörser machen. Man fängt dann an mit Salz und Knoblauch. Macht das dann zu einer Paste. Der grobe Meersalz macht dann quasi den Knoblauch, kann man dann schön reiben und der wird dann zu einer Paste. Und dann gibt man nach und nach die anderen Zutaten zu. Ich sehe schon, das wird hier sehr voll, unser kleines Pürierdöschen. Ich hoffe. So, alle Pinienkerne. Dann machen wir mal so. Es ist sehr viel Basilikum. Aber das ist ja auch die wichtigste Zutat. Pesto Genovese heißt natürlich Pesto nach Genua-Art. Da wurde es zum ersten Mal 1863 oder so erwähnt. Und natürlich dokumentiert. Und wir machen das jetzt einfach hier im hohen Norden in Hamburg und werden hoffentlich das gleiche leckere Ergebnis haben. An den Zutaten scheitert es schon mal nicht, da haben wir nicht gespart. Das waren jetzt 100 Gramm Basilikum, 60 Gramm Pecorino, 2 Knoblauchzehen und ungefähr 40 Gramm Pinienkerne. Und das pürieren wir jetzt. Und machen das Salz. Machen wir eine
Prise rein. Bisschen Olivenöl schon mal, 2-3 Esslöffel. Und jetzt hacken wir mal unseren Pecorino klein. Der darf gern alt sein, also hart. Dann hat er noch mehr Aroma, als er eh schon hat. Und ja, Aroma ist gut. Ich bin ja ein Aromafreund. Genau. So. Kann man natürlich auch mit einer Käsereibe machen. Aber wir hoffen mal, dass das jetzt auch so geht. Wir hacken das mal schön klein. So klein es geht. Also wie gesagt, das sind 60 Gramm Pecorino. Pecorino ist ja quasi wie Parmesan, nur mit Schafskäse. Schafsmilch meine ich, nicht Schafskäse. Oder ja, Schafskäse ist auch, aber aus, genau, Schafsmilch gemacht. So. Und mal gucken, ob wir hier durchkommen mit unserem Pürierstab. So. Gleich kommt die Stunde der Wahrheit. Ich bin genauso gespannt wie ihr. Schafft der Pürierstab das zu zerkleinern? Gut. Einmal umgerührt, schadet vielleicht nicht. Okay. Lass mal probieren. Wir müssen das hier drüben machen. Kabel ist nicht so lang. Ich hoffe, ihr seht das. So. Erste Runde haben wir gemacht. Passt auf, hier am Pürierstab haben sich schon viele Leute wehgetan. Marie, ich hoffe, deinem Finger geht's gut. Marie hat nämlich auch ein schlimmes Pürierstab-Erlebnis. Niemals da vorne reinfassen mit dem Finger. Am besten immer gleich abstecken. So. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel Hitze. Die Italiener werden es mir verzeihen. Aber so einen großen Mörser hätte ich gar nicht. Da muss ich ja meine Badewanne auskleiden. Ja, okay, das vielleicht nicht. So, wir probieren das weiter. Dann machen wir eine Stufe höher. Ja. Das sieht sehr gut aus. Ich habe den abgesteckt. Jetzt darf ich mit dem Finger reingehen. So. Einmal schön hier rein. Natürlich jetzt abschmecken. Salz, Pfeffer. Aber alle Zutaten, die rein müssen in unser Pesto Genovese, sind drin. Knoblauch, Basilikum, Olivenöl, Pecorino oder Parmesan und Pinienkerne. Ja, entweder selber machen, da wisst ihr genau, was drin ist, oder ihr kauft euch halt ein Glas. Aber dann guckt mal hinten auf die Zutatenliste, nicht, dass sie euch verarschen. Lecker. Es ist richtig schön grün. Es strahlt. Es sieht richtig geil frisch aus. Guckt mal her. Ich zeige das euch. Das war das Pesto. Pestare. Zermanschen. Das ist richtig schön zermanscht. Das mit einer geilen Pasta, al dente, bisschen Nudelwasser verrühren. Nochmal ein bisschen extra Parmesan obendrauf. Ah ja. So viel Geschmack da drin. Hammergut. Ich bin sehr zufrieden. Habe ich wieder gut gemacht. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Bis ganz bald. chriskochtüde.de. Ciao.
Ach ja, was ihr noch vergessen habt. Nehmt das Pesto, füllt es in ein sauberes Glas mit Drehverschluss, packt da das Pesto rein. Lieber mehrere kleine Gläser als ein großes, weil wenn es offen ist, dann sollte man es relativ schnell verbrauchen. Ich sag mal, 5-6 Tage hält es dann schon noch im Kühlschrank. Aber packt das Pesto in ein Glas, dann noch eine Schicht Olivenöl oben drüber, das versiegelt das Ganze. Einen Schraubdeckel drauf und dann hält das im Kühlschrank 2-3 Monate. Und wenn es offen ist, verbrauchen, aber ansonsten sehr lecker, super schnelles Abendessen, sehr gesund, knallgrün, Pesto, geht immer, was will man mehr? Das war's, kleiner Nachtrag. Haut rein, ciao!